Jo, weiter geht's mit GTA 5. Wir sind mit Trevor auf der Straße zu Fuß unterwegs, bis ein Fahrzeug kommt, das wir kidnappen können. Das wäre schon mal ein Anfang. Denn es geht nur ein paar Meter weiter zu dieser Freak-Mission, die sich gerade aufgetan hat. Bevor wir weitermachen und die Waffen aus dem Meer bergen, wahrscheinlich mit dem U-Boot. Ah, Mann, da wäre was gewesen. Hey, der ist hinter mir her, schau mal. Ein wütender Bauer sucht Frau. Siehst du, es ist nicht weit. Vielleicht ist der Traktor sogar besser, weil das dürfte da irgendwo oben sein. Wir dürfen ohnehin nur 50 fahren. Mit dem Traktor kommen wir nicht in Versuchung, schneller zu fahren. Dann schauen wir mal, was das ist. Diese Freak-Missionen werden immer freakiger. Schau dir die an. Spanner. Smell any funny spices? Я ничего не вижу, босс. Эй! О, Russen! Выдави документы! What? Паспорт давай, ебарь, мам! I don't fucking understand you. А, да ты по-английски По-русски! Что за хуйня с тобой? Я говорю, паспорт покажи! Все вы нелегалы, как один. По-русски! По гражданским арестам, ты компьютеру понял? Компьютеру в тело желание! Я воспользуюсь возможностью послать тебя обратно через границу, откуда ты приперся! Genau. What? Very good, Joseph. Real fine. We'll make a civilian protector of our nation's borders from undesirable elements of you yet. Sorry, citizen, just a training exercise. Ah, okay. Well, I'm so glad that you patriots are out here defending this fine American desert sand. Well, thank you. When you could be in town, fucking sand some ist girls wichtig. Daraus wird Silikon gemacht. The gene pool. Hey, there's a real problem here. Да, люди, мотивированные необходимостью прокормить свои семьи, едут сюда работать по черному за копейки и прут в эту страну. Ich glaube, er übertreibt's mit der Übung. We form the Civil Border Patrol. Wait. My Patriot meter's going off. Huh? Come on, both of you. We've got some illegals over them hills. Come on, you drive. You drive, let's go. Illegal aliens. Park Ranger. Die lassen mich gleich ans Steuer. Oh Gott, die kennen mich nicht, wie es aussieht. What's your name, citizen? I'm Joe, that there's Joseph. Trevor. Okay, Trevor. Trevorowski. We need to head for the Yellow Jack Inn. Oh, good. They love me in there. I'm definitely getting a strong reading. The Patriot meter predicts undesirables with up to 79% accuracy. Surely accuracy. I mean, I love hanging with freaks, but you two losers cannot be for real. Unfortunately, this is as real as it gets. These people are criminals who threaten our way of life and drive down our property prices. Они думают, что могут приехать сюда в поисках лучшей жизни для себя и своей семьи. Это противоречит Конституции. Сашими. Come one, come all, I say. This country's got bigger problems to deal with. Well, that's because you've been brainwashed by the secular media. Don't you worry, though, we'll convert you. My brother showed some, well, let's just call it sexual weakness in his younger days. Well, they must be inside. Go see if you can flush them out, Trevor. Das sind wahrscheinlich die Chinesen, huh? Is there any place in the world I'd rather be than drunk as a skunk? Oh! So. Er verschlafen. Dann kann er weiter saufen. Habe ich noch? Don't you cause no trouble now. Habe ich nicht. Das war vor der Tür. Oh, this is pointless. Everyone in here has done something illegal. Sag ich ja. Wow, was ist denn das für ein Automat? Kondomautomat? Nee. Bloß Zigaretten. Schau, wieso sind die so verängstigt? Nur weil ich einen Besoffenen ausgenockt habe? Glaube ich, sie schreien. Was? Komm her schon. Wir haben das falsche Fahrzeug. Let's bring him in, boys. Here, take the stun gun. Really? Nobody needs to die here. We're civilized people. Can you believe they're singing?
It's like they don't even care. You can keep your socialist ballad to revolution and discontent to yourself. Wir haben einen Vorteil. Hold on your pointed hat. We're taking the scenic route. I don't know. They come here taking our job. Egal. All those mariachi singer jobs have been stolen. Wir brauchen denen nicht nachfahren, die werden bald selbst. Werden sich bald selbst erledigen. Die müssen doch jetzt mal crashen. Mariachi singers, the worst of the bunch. You know, you can't take a subway in peace in Liberty City these days. Die sind immer noch nicht gecrashed. Die hole ich ja nie ein. Hey, you, stop the vehicle. This is a citizen's arrest. Well, of course they wouldn't understand me. Now would they, Joseph? Они отказываются ассимилироваться. Ich kann sie nicht einholen mit dem blöden Auto. Kann ich sie schon jetzt von hier beschießen? Look, now's our chance. Go subdue those illegals, Trevor. I want to see how you handle that stun gun. Natürlich bin ich jetzt auf der falschen Seite. Verschissenes Arschgesicht nochmal. Ja, klar. Joseph wurde verletzt, meinen Arsch. Hirnrissig. Wehe, ich muss das jetzt nochmal von vorne machen. Dann scheiße ich einen Haufen drauf. Gott. Nein. Stoppe das Auto der Band. Leg mich 13 Mal am Arsch. Hintereinander. Really? Nobody needs to die here. We're civilized people. Sounds like they're having a lot more fun in their car. Look at them. Drunk out of their mind. On Uncle Sam's dime. Das ist ja eh geskriptet. Ich kann sie gar nicht einholen. Это не по-американски. Hold on your pointed hat. We're taking the scenic route. They're a law unto themselves. I don't know. They come here taking Wem ist dieses hirnrissige Sittichhirn-Missionsdesign eingefallen? Wieso setzen sie mich immer in das arschmäßigste Fahrzeug, wenn sie sowas machen? Soll das unterhaltsam sein, oder was? Can you believe they're singing? It's like they don't even care. You can keep your socialist ballad to revolution and discontent to yourself. Nur weil ich einmal falsch abgebogen bin und in die falsche Seite gekracht. So, jetzt aber vorsichtig. Go subdue those illegals, Trevor. I want to see how you handle that stun gun. What the heck? Was? Die haben rote Fliegen? Wer ist das? Mexikaner? Das wirkt nicht. They're the ones breaking the law here. Es hat nicht gewirkt. Was soll ich machen? Very nice, Trevor. Respectful, but firm. We can handle it from here. Get in the vehicle. You've had your fun. It's time to go home. Super mission. Please no more. I go with you. Wie komme ich jetzt hier wieder weg? Thanks for the help, citizen. America's a little bit safer because of you. Leg mich am Arsch. Wir nehmen das Auto. Auch nicht viel besser. Nur Gartenzwerge. Heimatschutz. Musik aus. Hätte man sie wahrscheinlich vorher einholen können. Hätte es einen Bonus gegeben. Wen interessiert's? Wir machen jetzt eine Hauptmission. Die da. Nee, das ist die. Oh, das ist die FIB. Ja, was anderes sehe ich nicht. Nur für Franklin ist noch was da. Also wenn wir schon da sind. Sonst teleportiert es mir vielleicht den Trevor wieder weg. Dann müssen wir den ganzen Weg wieder zurück.
Franklin ist ja jetzt der Einzige, der noch in Los Santos geblieben ist. Oder irre ich mich? Wieder ein Anruf während der Fahrt. Trevor! Martin! You know, I've been thinking about it. I'm not quite sure if I'm ready to accept an apology. Where is my wife? Patricia doesn't want to speak to you. And frankly, neither do I. I will find you! Okay. Well, I'll put some coffee on then. I'll see you soon. Da ist was. Wer ist es? Shit, baby, I am so messed up. Huh? Hey, you! Buddy! Can you do us a massive favor? It's Lily's birthday and we Nadenschuss really kann ich euch geben. Can you drive us back to our motel? Our car's like right there. Seriously, it's only down the road. Naja, dann. Ja, okay. Just take our car, it's not far. Ach so, look at das. But of course, you two are a hot mess, I love it. You're a legend, bro. Get... Homicide, ja, das passt. Out of your way, baby, don't breathe whiskey on the nice man. So where can I take you to, Black Dog? Altruistenkult. We're staying at the Hotel Southwest from here. Okay. Thank you so much. Zum Altruistenkult. Thank you so much. You have like the best tits in the whole world. Aha, die werden dann zu Organspendern umfunktioniert oder was? Oh, you so bad. Oh, that tickles. Abby. Yeah, you like that? Just wait for the guys to tell. Was machen die dann mit denen? Und wo ist der Altruistenclub? Scheiße! Wo ist der? Der ist... Oh, ist der weit? Ist das weit? Ist da kein Altruistenclub in der Nähe? Nein. Ja, vielleicht... Bringt's viel Kohle, oh huh? God, you know what that does to me? Shift that sweet little ass over. Ich glaube, das wird ihnen aber auffallen, dass wir nicht auf dem Weg zum Hotel sind. Use those cigarette and buffalo wings. It's making me so horny. Come on, give me a slice of that giblet pie. Während der Fahrt nicht mit dem Fahrer rammeln. Oh, hier wäre schon mal die FIB-Mission. Was? Das Auto ist schon wieder kaputt? What are crazy kids doing back there? I tell you what. Ach so, nee, die rammeln rum. Ich hab gar nicht reingeschaut. Right out of your balls, big guy. Get this party really started. Wow, okay, man, it's cool. Stop. Okay, das ist gut, weil sie sind abgelenkt. Gleich werdet ihr zu Organspendern. Didn't I tell you this would be the best birthday ever? I'm so sleepy. Yeah, you save your energy. Ja, schlaf eine Runde. Wenn du aufwachst, hast du keine Leber mehr. Route 68. Wieso nicht 69? Viel besser. Hier könnte ich mir was Anständiges kaufen, beim Rückweg dann. Auf der Rückfahrt kaufe ich Trevor mal anständige Klamotten. Nee, ich... Oh, Mann! Heilige Scheiße, ich bin dem falschen Wegpunkt gefolgt. Bin ich ein Ober... Arsch, Rennvieh, verschissenes Arschgesicht. Ich Volltepp. Sorry. Okay, Freunde, ich melde mich wieder, wenn ich beim Altruistenclub bin. Bis gleich. Okay, ich bin zurück und wir befinden uns auf der Fahrt zum Altruistenclub mit den zwei Deppen hier im Gepäck. Wir sind noch nicht ganz da, aber ich dachte mir, das ist ein interessanter Ort hier.
Da waren wir noch nicht. Schau dir die schöne Gegend an. Bin gespannt, was sie mit den Zweien dann machen und was meine Belohnung ist. Es sind viele Mountainbiker unterwegs. Sehr gefährlich. Und ich habe mich verfahren. Scheiße. Wieso? Darauf geht's. Sie haben schon gemault, dass... Ja. Sie werden misstrauisch. Ah, don't worry. Just wanted to show you Lovebird's the most romantic little spot in the whole county. Now you're talking. What you say, babe? Start on a little nature documentary out here? I don't know. I just want to go home now. Oh, you'll love this place. We'll really bring you close together. You're wrecking our car, bro. Na, das ist egal. Wow. Sieht gefährlich aus. Nö. Oh. I heard you're interested in taking care of some lost travelers for a price. Wow. Leave the body. Lass den Körper zurück. Oh Gott. $2000. Akolyt der Altruisten. Mann, die Armen. Ich habe jetzt direkt ein schlechtes Gewissen. Ich will gar nicht wissen, was sie mit denen machen jetzt. Ich verziehe mich. Wir fahren jetzt zurück. Wir sind im Nirgendwo. Scheiße. Wir müssen zurück zum Federal Bureau of Investigation. Aber das wird nicht so leicht sein, wie es aussieht. Mit dem Auto. Bergab geht's schneller. Wir werden dann umsteigen. Da wäre schon was. Ah, der ist auch nicht besser. Hey, das war dasselbe. Das waren die zwei Deppen von vorhin. Die Rangers. Die haben auch kein gescheites Auto. Nicht viel Verkehr hier, außer Mountainbikern. Das ist der Mount Chiliad. Wir sind im Mount Chiliad. Wow! Oh! Jetzt hatte ich aber Glück. Das müssen sie auch nebenan anfahren. Oh, wo? Polizei? Hier draußen? Gibt's auch keine Polizei. Hier kann man machen, was man will. Ah! Na, auch nicht viel besser. Noch schlechter. Der da? Na. Ja, der Wanderer. Das war ein Ausflug zu den Altruisten. Sehr spannend. Jetzt machen wir noch schnell diese Mission für Barry oder nee, fürs FBI oder wie der heißt. Devin heißt er eigentlich, oder? Nee, Dave heißt er, Dave. Fuck me. Und dann geht's zurück zu Franklin nach Los Santos. Da habe ich zwei Missionen für ihn.
Schneller, schneller. Meter nur mehr. Da sind wir schon. Muss ich hin? Da rein? Rein. Ist das ein Tante Emma Laden? Ist niemand? Was? Alles verwaist? Die Tür steht auch offen. Kann ich hier nicht meine Gesundheit? Ich habe volle Gesundheit. Eigenartig. Hier ist niemand. Ich bin doch Trevor. Trevor ist orange, ja. Vielleicht da hinten oder oben? Ist es oben am Ende? Oben wahrscheinlich. Das ist der Chefkoch. Der war doch hier. Nee. Hier ist niemand. Ich höre schon blubbern. Naja, doch. Hier war es. Michael ist auch hier. Das Ding in Paleto. Oh, nice place you got here. Oh yeah, it's easy to mock, isn't it, huh? Cheap and fucking easy. But this here is my place. And my work paid for my place. All right, relax. I was just being sarcastic. Yeah, well, don't be, all right? Because the world doesn't need any more sarcasm. It's the blight of the age. Yeah, I get the point. You don't get the point. You're like every other asshole. You made a bit of money, and you became a turd. Yeah, news for you. I was always a turd. No! You weren't, man. You were something. But now, man, you know, you're like this place. You're a shell. Go fuck yourself. Are you some kind of pure morally justifiable asshole? What, because you're totally psychotic, somehow it's okay? I'm honest, all right? You're the hypocrite. Oh, yeah, you're a fucking hero. So far above it all. Oh, yeah? Well, I'm not above ripping open your fucking chest to see what's replaced your heart. Rip it open. See what's there, baby, because I'm ready. Hello? Oh, ladies, what's up? Kids, fuck off. Listen. I'm sorry. Der hat immer blutunterlaufene Augen. We've got a problem. Ich glaube, eine Bindehautentzündung. Funding thing. We need you to investigate a research lab upstate. It's about terrorism, the big one, nerve gas, biological terror. Thank God I don't pay tax. Listen, you'll need some fairly standard gear. A boat, tandem rotor heavy lift helicopter, truck, weapons. You'll have to source all of that. Chopper alone will set you back a couple of mil. Oh, no worries there. Trevor here, he just came into a lot of money. Is that sarcasm? Oh, you're fucking A-right at sarcasm. You fuck. A few weeks ago, I was happily retired, sulking by my swimming pool. My psychotic best friend shows up out of nowhere to torture me over mistakes I made, honest mistakes I made over a decade ago. We, our little posse, are flat fucking broke. But hey, let's go out and spend $2 million on a tandem rotor fucking chopper so I can go steal nerve gas from fucking terrorists. Yeah, it's getting wirklich a bit komisch. Fuck. But sarcasm is all I fucking got. Sarcasm. And a room full of you cunts! Yes! Woo! Welcome back, man! It is the old you! Yeah, well, we gotta go. It's been a Pilates class. Now remember, ladies, you keep us way out of this thing. Bye-bye! Juicy! Was? 2 Millionen? Oh. Ich habe nicht mal ein Zehntel, 200.000. Nicht mal, wenn wir zusammenlegen, kommen wir auf 2 Millionen. Was? Wir gehen jetzt Geld abheben, oder was? Von der Bank? Ich glaube, die haben keine 2 Millionen in kleinen Scheinen dort. Oder täusche ich mich?
Wieso gerade in dem Auto? Begib dich nach Paledo Bay. Und wo ist das? 6 Kilometer? Heilige Scheiße, ist das weit. What now? We got a funding problem. So we need a job. Before the jewel store, you talked about a score. Wir sind gerade Straßen. I need you to meet us there. Paledo Bay, right? That's the one. Und nicht gerade genug für meine Fahrweise. All right, Lester's meeting us there. Don't start. I won't. No way. Good call. If you're taking down a bank for a few million, first thing you do is call the hospital, tell them to get you a guy in a wheelchair. Oh. Sarcasm. Bank, you gonna be carrying that kind of change? Local law enforcement extort money from all the weed farms, whorehouses, meth kitchens in the area. They keep their cash in safe deposit boxes. Then there's all the normal small town payroll stuff. Ja, wenn wir das wissen, warum haben wir das nicht gleich vorher gemacht? I've been thinking about you, Trevor. Mann. Your lifestyle. Oh, have you? Really? Yes, I have. People always try to label you. You know? Maniac, psycho, friend. Oh, ich bin auf der falschen Spur. Industry leader. Some ways you defy categorization. But then, what? Think about it. Where you live. Sandy Shores, you precious ass. I'm sorry there ain't a place nearby for you to get your colonics. Right, but why are you out here? It's off the grid. We're away from it all. It's somewhere real and authentic. This is America! And real people ain't been priced out yet. Yeah, well, what if it gets gentrified? Then I'll fucking move. Okay. What about the way you dress? What about it? I don't give a shit. Ja, ich war gerade auf dem Weg zum... No. If you don't give a shit, zum Klamottengeschäft für Trevor. Clothes that fit. So yours are all a little out there, a little wacky. Whatever's in the shop is what I get. Jesus, what is this? It's not an absence of taste, T. It's the opposite of taste. You should be a stylist. And then there's the tattoos, the hair, the weird music, the funny toys, the niche drugs, the everything. Ja, what the fuck are ein wenig habe ich auch Schuld dran an seinem Aussehen. You are a hipster. What? You're a hipster. I hate hipsters. Classic hipster denial. I abhor hipsters. I eat them for fun. Hipsters love saying. Du Arschgesicht! Hast du das gesehen? What I really fucking do. Self-hatred. Common hipster affliction. Why will it be because I'm living out here away from the bean machines and the bankers? You're gentrifying. Soon. The skinny jeans will show up, then the skinny lattes, and then the bankers. Café latte. You'll be somewhere else, starting the cycle all over again. Maybe you're not a classic garden variety hipster, but you're what the hipsters aspire to be. You, Trevor, das ist die are Bank? The proto-hipster. I don't know what you're talking about. Oh, God. I don't agree with what you're saying. Seid ihr fertig? Bullshit. And you're trying to wind me up, but I'm very, very angry. Okay, das ist I want this conversation. Genau, ich auch, weil die Folge ist jetzt aus und in der nächsten hipster. Fuck you! Rauben wir die Bank aus. Say it again. Oder was immer das hier ist, was wir da machen. Also bis dann, tschüss.